Ja, wie versprochen, das zweite Video heute. Meine paar Schnäppchen aus Italien zeige ich euch jetzt. Nach dem Intro geht's los. So, ja, also wie versprochen, meine Italien-Schnäppchen. Ich habe das letzte Mal kurz gestöbert bei Amazon Italien und bin auch wieder auf ein paar coole Aktionen dort gestoßen. Die haben zurzeit kaufe 3 Blu-rays, erhalte 50% Rabatt. Dann haben sie noch kaufe 3 für 40 und noch irgendeine andere Aktion. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Aktion noch erwischt habe, gab es auch noch Kaufe 4, zahle 40. Die war dann einen Tag später beendet, die Aktion. Ich weiß nicht, ob die offiziell beendet wurde oder ob das ein Fehler war, weil danach gab es dann 3 für 40. Ist mir letztendlich auch Schnuppe, denn meine Filme sind gekommen und ich bin recht zufrieden mit der Ausbeute. Ich fange einfach mal an. Ich habe mir Al Pacinos Dog Day Afternoon besorgt. Ich glaube, es ist Hundstage, wenn ich mich richtig entsinne, der deutsche Titel. Gibt es natürlich auch bei uns, ist natürlich die einheitliche Disc, auf der auch deutschen Ton enthalten ist. Also für 10 Euro. Bei uns war das billigste, glaube ich, 12 Euro. Letztendlich habe ich ihn auch dazu genommen, damit ich auf 4 Titel komme. Film hatte ich ja auch schon im Auge bei uns gehabt. Und da kam der halt in die Sammlung. Ein relativ gutes Schnäppchen noch war diese Robocop-Kollektion mit allen 4 Filmen. Auch natürlich 10 Euro bezahlt. Gibt es auch in der 3, kaufe 3, erhalte 50% Rabattaktion. Dort wird man dann ungefähr nur 7 Euro sogar zahlen. Aber ich komme da jetzt nicht so wirklich auf 3 Titel in dieser Aktion. Also sagen wir mal nicht auf 3 Titel, die ich jetzt unbedingt haben muss. Und man will ja nicht immer irgendwas einfach mal so noch dazu kaufen. Also auf jeden Fall 10 Euro für die Robocop-Filme. Teil 1 bis 3 haben deutschen Ton. Da habe ich auch gepokert, weil ich das aus anderen Ländern gekannt habe, dass da deutscher Ton drauf war und bei Amazon Italien stand da nichts dabei. Schönen Gruß auch nochmal an den Facebook-Rambo, der Amazon als Quellenangabe mir gestern weiß machen wollte. Ja, Robocop 1 bis 3, um die Filme ging es mir auch. Den anderen Film habe ich natürlich auch auf Blu-ray. Den ersten Teil habe ich schon auf Blu-ray, aber Teil 2 und 3 hatte ich nur im DVD-Trilogie-Box. Und ich habe es natürlich auch schon getestet. Es ist auch der deutsche Ton drauf. Manchmal habe auch ich recht, lieber Unbekannte von Facebook. Ja, kommen wir mal zu den Superschnäppchen für mich. Supergirl Staffel 2. 10 Euro statt 33 Euro. Also bei uns kostet die 33 Euro noch. Und dort 10 Euro. War auch dort schon ein bisschen billiger. 25 kostet, glaube ich, bei in Italien. 10 Euro für Staffel 2. Ich muss zugeben, ich habe Staffel 1 noch nicht mal gesehen. Aber genauso wie bei Gotham Staffel 2. Ich kaufe mir die halt in Italien für meine Seriensammlung. Für absolute Schnäppchenpreise. Und dann habe ich sie halt im Regal und habe immer mal was zum Anschauen, wenn ich mal Bock drauf habe. Und ja, das Mädel sieht ja ganz süß aus. Wie gesagt, ich habe noch gar nichts gesehen von Supergirl, aber für 10 Euro statt für 33 musste ich das einfach mit einpacken. Und dann zu meiner persönlichen Freude habe ich das hier entdeckt. Das X-Men Trilogie-Steelbook von den neuen Filmen. Und zwar gab es das eine lange Zeit lang nur bei Filmarena. Und da hat das über 40 Euro gekostet. Auch bei Amazon Italien ist das gelistet für 35 Euro. Ja, 10 Euro in der Aktion. Habe ich es mir direkt eingepackt, denn ich habe das Trilogie-Steelbook zum ersten Teil, zu den ersten 3 Teilen. Und das passt dann hier so zusammen.
Und das ist richtig cool, finde ich. Also die haben jetzt, ich muss mal gucken. Also entweder haben da ein paar deutschen Ton oder gar keine deutschen Ton, ist mir relativ auch Schnuppe, weil ich habe auch alle als deutsche Version, könnte das im Notfall umpacken. Mir ging es jetzt nur darum, das hier komplett zu haben. Dann ergibt das nämlich dieses Bild, dieses Gesamtbild hier. Das Steelbook selbst, wenn man jetzt mal das hier nimmt, auch schön in Hochglanz gehalten, tollen Farben, hier im Backcover, wird hier bei dem, ach komm, wir packen es einfach aus, scheiß drauf. Wir machen jetzt hier ein Spontan-Unboxing, drauf geschissen. Was bringt es mir original verpackt im Regal? Nämlich gar nichts. Kleinen Moment, muss die nervige Folie abmachen. Ah, guckt euch das an hier. Schön Fingerabdruck gefährdet. Einfach Klebepunkten. So. Weg damit. Was ist das denn hier? Da ist noch so ein Alarmcode dran. Sehr nett. Ja. Sieht richtig cool aus im Doppelpack. Muss mal gucken, werde ich mir vielleicht irgendwie auch so hinstellen. Ich muss mal schauen. Ah, das Steelbook selbst. Wie gesagt, Hochglanz, glatte Oberfläche, absolut. Man sieht hier schon direkt die Fingerabdrücke von mir. Auch hier hinten dann die Charaktere drauf, wie beim anderen Steelbook, also auch schön einheitlich. Im Inneren dann nichts Besonderes. Wir haben die Discs, Apokalypse, First Class, ich glaube, wie hieß das? Days of Future Past, ja, so sieht das Ganze von innen aus. Für 10 Euro kann man da absolut nichts sagen. Nicht nur, dass es drei gute Filme sind. Weil manche gucken sie auch lieber im O-Ton, vielleicht ist es auch für die Gruppe was. Aber mir ging es halt darum. Ich habe mich die ganze Zeit geärgert gehabt, dass da bei Filmarena das nur gab und 40 Euro plus Versand und all die Geschichten. Jetzt für 10 Euro. Ja, 40 Euro gezahlt für alles zusammen. X-Men, Supergirl, Robocop und Hundstage. Ja, das waren meine Amazon Italien Schnäppchen. Geht einfach mal auf Amazon It. Stöbert mal ein bisschen, man braucht aber eine Kreditkarte, so viel dazu. Und ja, wenn ihr Fragen zu Tonspuren habt, fragt mich bitte in den Kommentaren. Glaubt nicht immer alles, was auf Facebook kommuniziert wird. Amazon ist keine Quellenangabe für Tonspuren. Manchmal sind selbst die Backcover auf den Blu-rays selbst nicht mal Quellenangaben, gerade bei Warner Blu-rays. Und ja, ich beantworte euch gerne immer eure Fragen. Wenn ich es weiß, dann sage ich es euch. Wenn ich es euch nicht weiß, dann sage ich euch auch. Fragen kostet nichts, immer noch besser als einen auf Besserwisser oder Wichtigtour zu machen. Und ja, stöbert einfach mal auf Amazon It, vielleicht findet ihr was. Und falls ja, lasst es mich wissen. Interessiert mich immer, was ihr so kauft. Und jo, oh, schon wieder 8 Minuten rum. Hat ja länger gedauert als erwartet. Gut, machen wir Schluss. Danke fürs Einschalten. Und ja, wer jetzt das Video zum ersten Mal guckt, guckt mal in meine Videoliste euch die Blade Runner Edition mit den Whiskygläsern an, die ich heute Morgen geunboxt habe. Und lasst mir ein Like da. Ich bedanke mich recht herzlich noch einmal und beende jetzt dieses Video. Und wenn ich Zeit und Muße heute habe, vielleicht lade ich da noch mal irgendwas hoch, ne? Heute ist Mittwoch, heute ist mein freier Tag, heute habe ich Zeit. Fehlt nur noch die Muße. Und ja, gut. Ende, Leute. Schluss mit dem Gelaber. Macht's gut. Danke fürs Einschalten. Ciao.